wäre die 50 Punkte. Achso, ja. Hm. Schnick, schnack, schnuck. Super. Möchtest du anfangen? Oder? Das heißt, den Anfang, wir fangen doch zeitgleich an. Ja, also ich mache A. Und du sagst Stopp. Sag Stopp. Stimmt, das müssen wir auch noch machen. Na gut, okay. Okay, also A. Stopp. Dein Ernst? B? A. Was? Oh Gott. Oh Gott. Das ist Stress. Ich muss mir einen Zeitraffer einblenden. Stopp. Echt? Hm. Nicht schlecht. Schreck mich doch nicht so. Entschuldigung. Also, Fußballbegriff? Ja. Da haben wir bestimmt den gleichen. Welchen hast du? Ich habe Angriffspressing. Ich habe Abseits. Oh, das sind also dann 10 für beide, ne? Ja. Ex-Wolf, Wölfin. Ariane Hengst. Anna Blesse. Schlechter Ort fürs erste Date. Den Abgrund? Also Abgrund? Obwohl, eigentlich ist vielleicht auch gut, weil dann kann man das Date, wenn es nichts ist, direkt den Abgrund. Ich habe Autowaschanlage. Aber eigentlich hat man da ja auch sehr viel Zeit zu zweit. Naja. Ich lasse es trotzdem. Danke. Sehr kreativ. No-Go in der Beziehung. Ja, ich habe da jetzt Affären geschrieben. Ja, habe ich auch. Lass mal gelten, ne? 5. Ja. Dafür gibt's Ärger vom Trainer. Habe ich nichts gefunden. Mit A. Abseits. Zu oft. Genau. Wenn man dauernd jeden Angriff dauerhaft im Abseits steht, ja, okay. Dann würde ich mich als Trainer ganz schön aufregen. Kommt doch wieder drauf an, welcher Trainer. Ja, ja, gut. Grund für eine rote Karte, hab ich nix. Arschloch sagen. Gut. Wer Arschloch sagt, muss auch B-Schloch sagen. 35. So geht's die erste Runde an Bobby. An Bobby. An Bobby. Okay, it's ready. Ja. A. Stopp. R. Krass, ich hab noch gar nichts. Das ist Stress doch zusätzlich mit der anderen. Vielleicht tue ich auch nur das durchschreiben. Schlechter Ort fürs erste Date. Ich tue so, als wäre ich fertig. Noch, ich will jetzt erstmal nachdenken. Eins. Was brauchst du noch? No-Go in der Beziehung. Oh, wow, das hab ich. Echt? Ich war nur ein Ex-Wolf und einen Grund für die rote Karte. Rotbremse. Fertig. Scheiße. Das ist eine richtig schlechte Runde. Was hast du mit dem bei Fußballbegriff? Rechter Flügel. Es ist ein Fußballbegriff. Schon. Du? Rausschieben. Ja. Wolf? Schrägstrich Wolf. Rollpräger. Oh, ja. Sehr antik. Nee, wie sagt man? Nostalgisch? Nostalgisch, ne? Rauch. Rauch. Das ist Mensch. Mensch. Was hast du beim schlechten Ort fürs erste Date? Total. Also, eigentlich darf das nicht sehen. In der Regenrinne. Ne, Regen. Also, Entschuldigung. Regenrinne. Wie? Wie will man sich in der Regenrinne daten? Ja, man sitzt da an der Regenrinne. Ich sag ja, ist halt. Kann man auch so 2 Punkte vergeben? Man soll auch lachen können. Nö. Was hast du denn? Reeperbahn. Oh. Das ist ein schlechter so schlecht. Ort. Also naja, ein besserer Ort nicht, als meiner. Da müssen wir jetzt das Publikum fragen. Ja. Was sagt das Publikum? Zu Regenrinne und Reeperbahn. Kriege ich 5 Punkte und Feli 10 Punkte. Ja, einigen wir uns darauf. No-Go in der Beziehung? Habe ich nichts. Nicht? Nein, Mann. Nicht mal rummachen? Ach, krass. Rummachen. Ja. Mit anderen natürlich. Ja, krass. Das sind dann 30 Punkte. Ne? Völlig 20. Entschuldigung. Dafür gibt es Ärger vom Trainer? Eine rote Karte. Clever. Muss man so sagen. Ich habe rummeckern. Ein Grund für eine rote Karte? Da wollte ich nämlich auch Rebecca nehmen, hab dann Rummausern genommen. Rummausern, kennt man. Ich hab, rangeln, also. Gut, Rangeleien. Ja. Wird eine enge Kiste. Mhm. Na gut, finale Grande. 1-1. Okay. Diesmal warte ich ein bisschen länger.
Wo könnte sie jetzt sein? Ist sie schon bei R, bei S? Stopp. Oh, I. I. Oh Gott. Sie für eine Scheiße schreiben. No-Go in der Beziehung mit I ist tatsächlich auch echt spannend. Ja. Der war übel, der Buchstabe. Okay. Fußballbegriff. Ja. Innenverteidiger. Gut. Intensität. Also. Ja. Absolut. Wie viel gibt's dafür denn? 10. Ex-Wolf-Wölfin. Ja, hab ich nix. Yvonne Hartmann. Da habe ich einfach irgendwas geschrieben. Schlechter Ort fürs erste Date. Ich dachte, du hast irgendwas geschrieben. Also, irgendwas. Also nein. Also nein. Ich hab, Iglo geschrieben. Na gut, Iglo. Ja, erst wollte ich schreiben, dann habe ich gedacht, nee, eigentlich ist es ja ganz cool, weil dann robbt man ja so einander an, weil es einem kalt ist. Mhm. Aber für ein erstes Date ist es dann wieder... Zu viel Nähe vielleicht auch direkt, ja. Das lassen wir gelten, wenn wir meins auch gelten lassen, weil erstes Date habe ich tatsächlich das Internet genommen, weil so auch als erstes Date ist ein Internet-Call, ein Internet-Meeting vielleicht auch nicht so schön, als wenn du interagierst. Ja, kommt 10. Für beide. Das sind zu nett. Irgendwo in der Beziehung, wenn du da schon oder was? Das möchte ich nicht vorlesen. Eine Intimfrage. Gut, das wären die 50 Punkte. Bock, wir das Spiel sagen? Gewonnen. Hast du es gehört, was ich gesagt habe? Ja, okay. Intimfrisur. Ich habe eine intime Verletzung geschrieben, aber ich weiß selber nicht so richtig, was ich damit meine. Ich wollte eigentlich irgendwas mit intim schreiben, aber bin auf sowas nicht gekommen. Null. Und bei den letzten Kategorien habe ich nichts mehr da. Die hast du jetzt für dich allein. In flagranti mit Trainer oder Staff erwischen. Das ist aber jetzt sehr weit hergeholt. Also in flagranti. Ja, okay. Grund für eine rote Karte habe ich einfach Idiot sagen. Oh Gott, ja, so simpel und so doch so kompliziert anscheinend. Gut. Hast du nicht? Nee. Oh, irgendwelche Schimpfwörter einfach aufschreiben. Ja. Muss ich ausrechnen? Ich kann nicht rechnen. Das habe ich kalkuliert. Was ist denn? Oh, aua! Ich hab 220. Oh, ja. Die letzte Kategorie. Ja, die letzte hat es völlig aus dem Leben geschossen. Gewonnen! Super. Glückwunsch, Poppes. Es war mir eine Freude, unsinnige Sachen zu schreiben.